Da wird direkt zu Beginn. Die Backer wird ein bisschen zurecht sich gestellt von Robert Lottermoser. Ja, und da ist man natürlich, vermute ich, Maler Ludwigsburg jetzt nicht darauf vorbereitet, dass die Münchner, die ja eh. Die Backer. Und Edwards. Und das ist das Pendant zu Nelson. Mit traumhaften Quoten. Und über 30 Punkte. Schöner Pass auf Bucker unter dem Korb. Sich auf diese Verteidigung der Münchner einzulassen. Ja, gerade beim Rebounding auch jetzt schon wieder riesige Probleme. Gutes Anspiel von Ibaka auf Lucic. Glück gehabt, dass sie da, Probleme. Ja, wir sehen, dass es am Ende wieder ein ganz schwieriger Wurf wird. Graves findet da zwar eine Lösung, aber das war natürlich auch mit ein bisschen Dusel. Javon Graves von der Bank jetzt ins Spiel, soll da offensiv für Alternativen sorgen. Ja, das ist die Dominanz von Ibaka am Brett. Schon der vierte Offensiv-Rebound für die Bayern. Nelson. Wir haben es ja im Vorlauf angesprochen. Die muss natürlich heute rund um die 40% irgendwo liegen, wenn nicht mehr. Ibaka. Ja, mit der wichtigste, den man in einem Team haben kann. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sein Weg ausgeht in der kommenden Saison. Schön Fast Break initiiert, das Zusammenspiel. Bonga, Edwards, Booker, zeitig klar, dass sie es ernst meinen. Fast Break gar nicht ihr Ding normalerweise. Weil er ein bisschen angeschlagen war. Booker gegen Beere. Ja, da kommt dann keine Hilfe und dann ist es für Booker fast leichtes Spiel mit seiner Physis und seiner Athletik. Ja, gerade gegen Jonathan Beere, der deutlich ein paar Kilo weniger auf den Rippen hat. Und nochmal Fast Break München, Giffey schließt ab. Sehr, sehr. Jetzt muss es schnell gehen. Melson ist da, kreiert für sich selbst. Ja, er ist. Obst. Oh, schicker Pass durch die Beine. Oha! Harris einfach mal mit das ist gewaltiger Autorität. Obst ist da, ganz lässig, der Floater mit Brett. Oh. Nochmal Harris. Bockstarker Auftritt von Elias Harris. Bisschen schludrig im Abschluss und dann hast du den Pot and Fail, wofür er eigentlich hätte auch zwei Punkte werden können. Drei von Edwards. Das war jetzt gerade das klassische Lucic-Play, wenn er auf der 4 ist. Und Melson auf der anderen Seite. Das ist der, der den Strohhalm so ein bisschen aus dem Wasser raushält und die Luft reinsaugt. Ballgewinn. Lewis. Beere versucht. Guter Pass. Booker zu attackieren. Das war ein schönes Anspiel auf Hammond. Schnell zur Stelle. Booker mit dem Poster. Diesmal auf der anderen Seite gegen Robertson. Das ist so schwer zu verteidigen in dem Spot. Olmaro, der Switch auf Edigin. Schön gemacht von Bolmaro, der das Mismatch attackiert. Edwards. Oh. Der Booker ist einfach eine Bank. Schönes Anspiel. Booker auf Ibaka auf Münchner Seite. Dann auch mal wieder ein Assist. Letzten Minuten. Und er war der Spieler, der die meiste Usage, die höchste Percentage hat, also der meisten den Ball in den Händen hielt, wo die meisten Aktionen kamen. Das ist natürlich jetzt
Wir müssen das so und so spielen. Edwards geht zum Korb, macht den Korbleger mit Bonusfreiwurf. Schnell ist er. Aber das war auch. Trotz alledem bisher ein halbwegs verheißungsvoller Einstieg in die zweite Hälfte. Ibaka aber mit seinem gefühlt 28. Offensiv-Rebound. Ich weiß, so viele sind es nicht. Er war ja in der ersten Hälfte für eine kurze Zeit drauf. Und jetzt wäre so der Punkt, wo man ihn gebrauchen könnte. Steal von Patrick Melson. Auch kaum Gästefans. Und es ist ja wirklich jetzt kein allzu weiter Weg. Harris wieder mit seiner Power. Sofort die ersten Punkte nach 11 Sekunden. Aber wo sind die offensiven Alternativen zu ihm hier? Die One-Man-Show Silas Melson. Zeit für die schwierigen Würfe des Shubui. Und an diesem Wurf hat man Runde so viel ablesen können. Er war sich gar nicht so 100%. Hammond. Fast für drei. So, da merkt man förmlich, wie bei den Fans hier in der ja, und diese Mismatches können die 6 Spiele, 11 Tage in die Würfe kürzer werden. Bonga, der war nicht kurz. Der war gut und der Dreier tat weh. Und Josh. Melson, wer sonst? Silas Melson. 24 Punkte. Das ist wieder nicht schlecht verteidigt. Bonga als Aushilfspoint Guard auch mit einem klasse Spiel. Und das wäre ein Assist, der auf sein Konto geht. Der Pass zu Giffey. Thema ist durch. 12 vor für die Münchner. Ein Start-Ziel-Sieg, ohne den Gegner zu überrunden. Alles andere als ein Münchner Erfolg wäre jetzt hier wirklich ein absolutes Giffey. Und dann wird schnell rausgepasst und es wird nicht mehr gefoult. Ibaka ist da. Und das dürfte die letzte offensive Aktion der Münchner in diesem Spiel gewesen sein. Thema durch. Die Bayern holen sich den Heimvorteil zurück. Sie gewinnen dieses umkämpfte Spiel 3.